Hallo und herzlich willkommen bei Raps Play. Mein Name ist Sonic und wie frisch eingeführt ein kleiner Rap-Einstieg. Also ich rappe jetzt nichts. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer zurzeit euer absoluter Lieblingsrapper ist. Würde mich mal interessieren, welchen Rapper feiert ihr am meisten? Was hört ihr im Moment so? Und ich werde jetzt mal hier ein bisschen Industrie weiterbauen. Und zwar war das diese Straße hier. Einmal so da hoch. Und dann rücken wir mit etwas Industrie auf. Eine schöne Forstindustrie. Denn Bäume machen uns glücklich. Schaut mal hier. Schöne Bäume, hier werden die qualmen die Fabriken. Ist das Ding abgefackelt? Oh, guck mal, ich hab's abgerissen und zack, steht da ein Baum. Das nenne ich nachhaltige Forstindustrie, Leute. So. Ja, was machen wir jetzt? 100.000 oder sowas habe ich. Wir klicken uns mal hier durch die Dinger durch und schauen mal, was hier abgeht. Feuerwehr läuft, Kriminalität ist niedrig, Lärmbelästigung ist ziemlich hoch, da drüben auf jeden Fall und beim Bahnhof. Die Bürger sind größtenteils zufrieden, Bürogebiet Zufriedenheit. 0%? Ach ja, ich habe ja gar keine Büros. Sollen wir mal Büros bauen? Wir könnten die Büros... was nehmen wir denn hier so mal so? So, und bis dahin ungefähr und dann hier runter. Oh, jetzt sind die traurig, die Menschen. So, ein paar Büros haben noch keinem geschadet. Schöne Büros. Guck mal, haben sich zwei dasselbe Haus gebaut. Das sind ja Schlawiner. Sehr schön, die Büros erhalten Einzug. Ja, komm Leute, mehr Büros. Zufriedenheit. So, 85%, schön. Die Gewerbegebietszufriedenheit könnte noch etwas besser sein. Warum? Schauen wir mal bei Kleinstadt. Was haben wir denn hier? Machen wir mal eine Steuerentlastung. Ah, guck mal. Ah, hier. Geht noch nicht höher. Vielleicht bauen wir einen Park für die Leute. Der hier ist natürlich geil. Platz mit Picknicktischen. Guck mal, da können die in der Mittagspause schön hier chillen gehen. Ist das nicht schön?
200.000 habe ich. Was können wir denn hier noch bauen? Können wir hier irgendwas bauen? Was ist das denn? Das habe ich schon gebaut. Oh, guck mal, was ist das denn für ein Teil? Ein Opernhaus. Komm, wir bauen ein Opernhaus. Ich will ein Opernhaus bauen. Und zwar möchte ich mein Opernhaus... Es soll irgendwo sein, wo es richtig gut ankommt. Hier, passt es hier hin? Oh, guck mal, hier. Aber da... Oder hier hin, hier hin. Das wäre cool, wenn es schön mittig stehen würde. Ist alles so eng. Alles so eng. Ja, ich baue es mal... Oder ich probiere es zumindest. Ja, so weit rechts wie geht. Hier hin, oder? Bam! Geil! 1600 die Woche. Ist mir aber scheißegal, denn ich habe jetzt ein Opernhaus. Opernhaus. Ein Opernhaus. So. Haben wir gebaut. Oh, guck mal hier. Was ist das? Ein Stadion. 200.000. Darauf spare ich jetzt. Komm, ich will auch ein Stadion haben. Das baue ich gleich so ein bisschen abseits. Weil das hat sehr hohe Lärmbelästigung, das Stadion. Hier oben, da fahren die Leute schön gediegen hin und her. Was haben wir hier? Kein Platz mehr. Oh oh, vielleicht brauchen wir mehr Müllverbrennung. Müllverbrennungsstatus. Dann gebe ich doch erstmal ein bisschen Geld für Müllverbrennung aus. Zack, zack, zack. Noch mehr? Oh, der hat kein Wasser da oben. Das ist natürlich ärgerlich. Nicht genügend Geld. Ich warte. Ja. Jetzt haben wir Wasser. Um Müll zu verbrennen, braucht man natürlich Wasser. So, was macht denn der Verkehr? Hier die Straße ist sehr gut besucht. Ah, hier die natürlich auch. Und hier, ich weiß ja nicht. Hier stauen sie sich extrem. Was könnte ich denn da tun? Ja, da stehen die und warten. Moment mal, ich hab einen Plan. Ich reiß das mal hier ab. Und mach das mal zu einer Einbahnstraße. Damit da die Fahrzeuge nur reinfahren. Und nicht mehr raus. Jetzt staunen die sich hier natürlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, wir brauchen mehr Industrie. In meiner schönen Forstlandschaft hier oben.
Forst für den Horst. So, hier ist er ein bisschen... Naja, gut. So, hier können wir dann direkt mal füllen. Oh, komm, wir malen aus. Ausmalen, yay! So, ihr forstet. Das ist natürlich ärgerlich, wenn es hier brennt beim Forst. Deswegen würde ich sagen, setzen wir mal eine Feuerwehr hier direkt hin. Kaufen Sie neues Land. Ich kann neues Land kaufen. Wo möchte ich denn hin? Moment, ich glaube, ich nehme das da. Ich muss erstmal nochmal gucken. Weil dann könnte ich hier mit der Autobahn ein bisschen rumhantieren. Weil hier ist die Autobahn drin. So. Und jetzt könnte ich nämlich... Hier stehen meine Kraftwerke. So, den Verkehr nach da anleiten. Und vielleicht ein paar Autos hier umleiten. Kann man da einfach eine Straße dazwischen bauen? Ich weiß ja nicht, Leute, ich weiß ja nicht. Aber okay. So, es gibt 10.000 die Woche. Das ist doch schon mal ein guter Betrag, oder? Wisst ihr, worauf ich richtig Lust hätte? Einfach alles abzureißen und eine komplett neue Stadt hier reinzubauen. Das wäre natürlich auch sehr schnieke. Aber dafür bräuchte ich Geld. So, die Leute wollen wieder shoppen. Dann shoppt doch mal hier rum. Wir können ein bisschen shoppen gehen. Ein dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Dann machen wir das mal hier nach oben. Oh. Zwar dahin und dann hier rüber. Da dran. Und dann machen wir hier noch ein bisschen dicht besiedeltes.
So, 11.000. Sehr schön das Ganze hier, sehr schön. Ich finde, das Spiel hier hat gegenüber SimCity ein paar Vorteile, aber ich finde, es hat auch ein paar Nachteile. Man kann nicht sagen, dass es alles besser macht. Und zwar finde ich zum Beispiel, dass man die Gebäude einzeln nicht mehr aufrüsten kann, finde ich ein bisschen blöd. Das hat mir nämlich früher immer sehr viel Spaß gemacht. Nein. Denn da fand ich, dass man... Wie gesagt, man konnte ja die Polizeistation anklicken und sowas. Und... Kein Platz mehr. Was ist denn hier mit der Müllindustrie? Hier wird doch alles verbrannt. So, ich lagere das hier ein bisschen aus. Alles klar. Oh, die haben kein Wasser da oben. Jetzt haben sie aber Wasser. Müssen sich ja über Wasser halten, ne? Noch ein schöner See, den wir hier haben. Die haben nicht genügend Arbeiter. Ja, wo kriegen wir denn Arbeiter her? 13.000. So, wisst ihr was, Leute? Ich spare jetzt bis 1 Million und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich alles abreiße und mal einfach komplett eine neue Stadt beginne. Und dann werde ich die hier in diesem Teil hier, werde ich eine riesen Metropole, vielleicht hier sogar an die, um diesen See herum. Das wäre natürlich geil. Oh, guck mal hier, 20.000 haben wir erreicht. Jetzt können wir sogar ein Solarkraftwerk bauen. Ja, das würde ich auf jeden Fall feiern. Ich schätze mal, hier wird noch was geben, hier unten, die kann ich noch kaufen und die da oben und die da. Also ein Dings kann ich noch drumherum kaufen. Und ich spare jetzt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben, viel mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.